wichtige Signal in unsicheren Zeiten? Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Angela Merkel hat sich entschieden und sie hat sich entschieden, noch einmal anzutreten und für eine vierte Amtszeit als Bundeskanzlerin zu kandidieren. Und warum sie das tut, das hat sie mir eben auch noch mal erklärt. Sie war vor gut anderthalb Stunden hier. Da haben wir ein Interview mit ihr aufgezeichnet, nicht zuletzt, weil sie dann auch bald weiter musste und jetzt schon wieder auf dem Weg ins Adenauerhaus ist. Aber dass sie noch mal antritt, ist das in diesen Zeiten das richtige Signal? Darüber wollen wir diskutieren. Mit der Ministerpräsidentin des Saarlands, Annegret Kramp-Karrenbauer. Außerdem bei uns der ehemalige regierende Bürgermeister von Berlin, der nach 13 Jahren im Amt gesagt hatte, ich gehe freiwillig, Klaus Wowereit. Der Psychotherapeut und Autor Hans-Joachim Marz ist da, der Angela Merkel geraten hätte, nicht wieder anzutreten. Und der Chefredakteur der Zeit ist bei uns, Giovanni Di Lorenzo. Herzlich willkommen Ihnen allen. Seit Wochen und Monaten ist Angela Merkel der Frage ausgewichen, ob sie denn nun wieder antreten will oder nicht. Heute war aber offensichtlich der geeignete Zeitpunkt. Guten Abend, Frau Merkel. Guten Abend, Frau Will. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie haben sich mit Ihrer Entscheidung, ob Sie nun kandidieren wollen oder nicht, sehr, sehr viel Zeit gelassen. Wozwischen haben Sie da eigentlich abgewogen? Ja, ich habe mir in der Tat die Sache nicht leicht gemacht und habe auch spätestens seit dem Sommer, glaube ich, jeden Tag darüber nachgedacht. Und was abzuwägen war, ist, nach 11 Jahren ist es natürlich anders als nach 4 oder sogar nach 8 Jahren. Und die Frage ist, was kann ich dem Land geben? Was kann ich meiner Partei, der CDU, geben? Und was bedeutet das auch für mich persönlich? Und das musste ich sozusagen immer wieder hin und her denken. Und die Abwägung ist dann nach reiflicher Überlegung so ausgefallen, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte in 2 Wochen noch mal für den Parteivorsitz kandidieren, verbunden damit auch mich also zu kandidieren für das Amt der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Halten Sie sich denn in Ihrer Partei für alternativlos? Nein, Menschen sind nie alternativlos. Ich muss allerdings sagen, dass mich fast für mich berührend viele Menschen in der Partei, aber auch außerhalb der CDU angesprochen haben, zu sagen und gesagt haben, mach es noch mal. Ich habe dann auch immer gefragt, was glaubt ihr, was das Positive daran ist, weil es ja auch nicht eben so ist. Das Wort alternativlos habe ich nur 2-mal im Zusammenhang mit der Euro-Rettung verwendet, aber im Zusammenhang mit Menschen ist das nicht. Jeder Mensch ist ersetzbar. Für mich war die Abwägung, kann ich dem Land noch etwas Neues geben? Es geht jetzt ja hier nicht darum, sich auf irgendwelchen Meriten der Vergangenheit auszuruhen, sondern es geht darum, eine Vorstellung zu entwickeln, was passiert von 2017 bis 2021 mit Deutschland und was kann ich mit meinen Überzeugungen, den Überzeugungen der CDU dazu einbringen. Sie haben von denjenigen erzählt, die Ihnen gesagt haben, mach's noch mal, tritt noch einmal an. Es gibt aber auch, wissen Sie, muss ich Ihnen nicht sagen, eine Menge Anfechtungen. Es gibt eine Menge Menschen, die schreien, Merkel muss weg. Es gibt auch eine Menge Widerspruch, selbst in Ihrer eigenen Partei, in der Union und vor allen Dingen auch in der CSU, in dem CSU-Teil derselben. Woher nehmen Sie dann die Überzeugung, dass Sie tatsächlich noch mal gewinnen können? Also in der Tat wird das eine sehr schwierige Wahl werden. Die nächsten Monate werden sehr anstrengend und herausfordernd sein. Denn wir haben zum ersten Mal Anfechtungen im Grunde von rechts und von links. Auf der einen Seite werden einige auf ein rot-rot-grünes Bündnis setzen. Auf der anderen Seite haben wir die AfD mit einer sehr großen Polarisierung, auch in der Gesellschaft zum Teil. Und ich habe das ja selber erlebt, wenn ich auf die Plätze gehe, dann heißt das eben genauso, wie Sie sagen, dass man da mich auch als jemand nimmt, mit dem man sich auseinandersetzt. Aber ich glaube, oder was für mich den Ausschlag gegeben hat, ist, dass ich in mir sicher bin, dass ich die Entscheidungen gewissenhaft, nach bestem Wissen und Gewissen gefällt habe. Mhm. Und dass ich glaube, da auch argumentieren zu können. Die Frage, die ich mir stellen muss, ist doch, kann ich
etwas tun für den Zusammenhalt in einer so polarisierten Gesellschaft. Und da glaube ich, dass ich sowohl von der Tonalität etwas tun kann. Wir wollen nicht hassen uns gegenseitig, sondern wir wollen miteinander diskutieren, wie Demokraten diskutieren. Und ich glaube auch, dass ich in der Sache gute Argumente habe. Und Wahlkämpfe sind ja auch Möglichkeiten, mehr mit den Menschen darüber zu sprechen als in anderen Zeiten. Zum ersten Mal taucht jetzt in Ihrem Leitantrag, mindestens in dem Entwurf, den wir kennen, dem Leitantrag für den Bundesparteitag jetzt in 2 Wochen, ein Wort auf, das ich so bislang nicht bei Ihnen gefunden hatte, nämlich das der Modernisierungsverlierer. Ist Ihnen das nach 11 Jahren im Amt jetzt wirklich eine neue Erkenntnis, dass es Menschen gibt, auch in Deutschland, die sich abgehängt fühlen, die sich von denen da oben, wie Sie das empfinden, weder wahrgenommen noch verstanden fühlen? Oder ist es Ihnen erst jetzt eine bedrohliche Erkenntnis geworden, weil Sie gesehen haben, in den USA nicht zuletzt, dass man auf Basis dieses Gefühls Wahlen verlieren kann? Ich würde mich erstmal an Deutschland orientieren. Ich rate sehr, die Dinge in den USA und in Deutschland nicht zu leicht zu vergleichen. Über das Wort, ich habe deshalb etwas gelächelt, eben weil wir über das Wort heute sehr lange diskutiert haben und es im Endeffekt wieder rausgefallen ist. Ach, aber guck. Nicht, weil wir nicht das Phänomen beschreiben wollen, dass sich Menschen abgehängt fühlen. Das kommt eher in dieser Tonalität. Was sagen Sie jetzt? Sie sagen jetzt nicht mehr Modernisierungsverlierer, sondern? Ja, die letzte Fassung wird gerade erarbeitet, aber es geht darum, dass Menschen sich nicht mitgenommen fühlen, also im Grunde ihre Intention abgehängt fühlen, den Eindruck haben, um mich kümmert man sich zu wenig, ich komme nicht mit oder ich habe nicht die Chancen, die andere haben, es geht ungerecht zu. Und diese Erkenntnis ist natürlich nicht neu, aber sie ist schon drängender geworden, weil wir zum Beispiel zwischen Stadt und Land, in meiner politischen Heimat sehe ich das sehr stark, die Frage haben, wie weit kann ich teilhaben? Ich habe nicht mal einen Breitbandanschluss. Was sind meine Arbeitsmöglichkeiten? Meine Kinder sind weg, vielleicht in München arbeiten. Und solche Themen gibt es. Wir haben immer Menschen gehabt, die unsere Unterstützung brauchen, aber es hat sich verändert. Und was machen Sie nun damit? Mit welcher Politik gehen Sie ein auf die Sorgen dieser Menschen, die oft gekoppelt sind auch mit einer radikal, ja, populistischen, bisweilen gar nationalistischen, fremdenfeindlichen Haltung? Was machen Sie daraus in der CDU und in dem anstehenden Wahlkampf, zu dem Sie sich bereit fühlen? Werden Sie in Ihrer Politik konservativer werden? Werden Sie ausgrenzender, werden Sie islamkritischer werden, um die CDU dann nach rechts abzusichern und die AfD wieder einzufangen? Oder suchen Sie Ihr Heil weiter in der Linken, der sozialdemokratisierten, der, sagen wir, Kretschmann-grünen Mitte? Nein, ich suche die Lösung dort, wo die CDU mit Überzeugung immer verankert ist. Das ist die soziale Marktwirtschaft, das ist der freiheitlich-demokratische Rechtsstaat. Und ich halte gar nichts davon, jetzt durch Abschottung, Abkapselung, auch durch Ablehnung die Probleme zu lösen, sondern ich glaube, wir müssen offen sein. Offen, natürlich hinzuhören, aber offen auch in unseren Antworten. Ein Zurück in Zeiten vor der Digitalisierung, in Zeiten vor der Globalisierung wird es nicht geben. Aber wir müssen den Menschen schon den Eindruck vermitteln und nicht nur den Eindruck vermitteln, sondern die Dinge auch so lösen, dass sie sich, dass sie Halt haben, dass sie Orientierung haben. Und ich meine, es gibt schon Probleme, wenn man jüngere Menschen zum Beispiel fragt, die haben tolle Chancen gegenüber den Älteren. Aber sie haben vielleicht auch 10, 15, 20 Jahre keinen festen Arbeitsvertrag und müssen immer wieder gucken, wie kann ich meine Familie ernähren, wie kann ich in München vielleicht Wohnungseigentum erwerben. Das ist schwieriger als für ihre Eltern. Und darauf müssen wir versuchen, Antworten zu finden. Habe ich richtig zugehört, dass Sie gesagt haben, ich ändere gar nichts, ich mache einfach weiter so? Das kann ich ja nicht machen, weil sich die Welt dauernd ändert. Aber die Konstanten, dass CDU-Politik immer war, soziale Marktwirtschaft, Leitplanken zu finden. Mhm. Dieses Herangehen bleibt, ohne dass ich, natürlich verbunden damit, dass ich auf die neuen Herausforderungen antworte. Ich habe ja gar keine Maßstäbe aus der Geschichte, wie, was bedeutet Digitalisierung, was bedeutet das Medienverhalten, welche Informationen bekommen Menschen, worüber muss ich mit ihnen sprechen. Das verändert sich permanent, die Arbeitswelt verändert sich. Aber ich glaube, dass wir gut gerüstet sind, mit einer Politik von Maß und Mitte Halt und Orientierung zu geben. Und wir müssen werben, dass die Menschen sehen, wir lösen ihre Probleme und geben ihnen eine sehr konkrete Zukunft. Apropos konkret, was ist dann die radikalste, was ist die
entscheidendste Veränderung in Ihrer Politik, wenn Sie sagen, mit weiter so komme ich nicht weiter? Nochmal, meine Politik passe ich der Wirklichkeit an, das heißt der Realität. Und da gibt es ja zwei Dinge. Zum Beispiel habe ich vor anderthalb Jahren an ein EU-Türkei-Abkommen oder an eine Ordnung und Steuerung von Migrationsbewegungen nicht so denken müssen, wie ich das im vergangenen Jahr musste. Ich habe vor 10 Jahren nicht darüber nachdenken müssen, in welchem rasanten Tempo sich die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft abspielt. Wie jetzt zum Beispiel 30.000 Menschen die Mitteilung bekommen bei VW, dass sie eben nicht mehr den Arbeitsplatz haben. Ein Teil der Stammbelegschaft wird in den Vorruhestand gehen können oder in den ganz normalen Ruhestand. Es wird Leiharbeiter geben und Menschen mit Werkverträgen. Die werden plötzlich keine Arbeit mehr haben. Deren Sorgen muss ich schon wahrnehmen, dass wir in Zeiten wirklich dramatischer Veränderungen leben und dass wir deshalb schauen müssen, wie finden wir neue Antworten auf diese Fragen. Zum Beispiel und so Altersarmut, wenn ich das noch kurz sagen darf. Wenn wir uns heute angucken, wer hat das größte Risiko für Altersarmut, dann sind das Menschen, die erwerbsunfähig werden, die 30 Jahre gearbeitet haben und dann erwerbsunfähig werden. Und da zum Beispiel eine Verbesserung in der Rente zu machen und zu sagen, das führt dann dazu, dass du nicht von Sozialhilfe oder Ähnlichem abhängig bist oder von der Grundsicherung. Das gab es früher eben nicht ausreichend und das machen wir jetzt besser. Sie treten ja wieder an. Sie wollen in einen Wahlkampf gehen. Das haben Sie heute gesagt. Dann hätte ich jetzt erwartet, dass Sie ein ganz konkretes und auch klares Versprechen haben, worauf Sie diesen Wahlkampf stützen wollen, um etwa diejenigen, die Sie jetzt mehrfach genannt haben, die sich abgehängt fühlen, und sei es von der Digitalisierung und dem fortschreitenden technischen Fortschritt, mitzunehmen und denen was zu geben. Ja, wir arbeiten daran und werden dann ja auch mit der CSU gemeinsam ein Wahlprogramm machen. Das wird sich in Veränderungen der sozialen Sicherungssysteme, zum Beispiel bei der Rente, abspielen. Das wird sich mit der Frage abspielen, wie können wir lebenslanges Lernen besser absichern. Das wird für Familien die Frage beinhalten, wie kann ich zum Beispiel Eigentum, Wohneigentum erwerben, damit ich auch in Städten, wo das schwierig ist, besser klarkomme. Das spielt sich in der Frage ab, wie kann ich betriebliche Renten und private Vorsorge besser fürs Alter garantieren, damit wir hier nicht in Altersarmut gehen. Das ist die Frage, wie kann ich Alleinerziehenden und Familien helfen im Zeitmanagement? Und auf all diese Fragen haben wir schon Antworten oder erarbeiten welche. Also da mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube, es geht doch mehr im Augenblick auch in unserer Gesellschaft neben den Sachfragen, die wir alle behandeln müssen. Auch um die Frage, ob Politik es hinbekommt, das, was wir Zusammenhalt der Gesellschaft nennen. Also Stadt und Land, Ältere und Jüngere, die vor kurzem gekommen sind, mit denen, die schon länger bei uns leben, die Fragen der Religionsfreiheit, die Fragen der Sicherheit, der inneren Sicherheit, kann ich hier sicher leben und frei leben, diese Fragen zu beantworten. Und das, glaube ich, da haben wir gute Angebote. Sie haben lange nachgedacht, das haben Sie am Anfang schon gesagt, heute in der Pressekonferenz haben Sie auch gesagt, ich denke immer lange nach und entscheide mich spät. Deshalb frage ich, wann haben Sie sich entschieden und hätten Sie sich anders entschieden, sprich zu verzichten, darauf noch mal neu anzutreten, wenn Donald Trump nicht gewählt worden wäre? Ich habe die Sache sehr lange, sehr immer wieder hin und her gewogen und ich habe gewusst, ich muss sozusagen 2 Wochen vorm Bundesparteitag entscheiden, weil sich einfach die Menschen auch darauf vorbereiten müssen, die zum Parteitag kommen, und auch ich muss für mich Klarheit haben. Und ich bin jemand, der dann jeden Tag sich die Ereignisse anschaut und in dem Lichte wieder abwägt. Kann ich dem Land was geben? Habe ich genügend Neugierde und Kraft jetzt auch für die nächsten 4 Jahre etwas zu machen? Und es ging ja dabei weniger um ein Ereignis im Augenblick, sondern es geht ja schon um eine sehr lange Zeitspanne. Und deshalb habe ich es immer wieder hin und her gewogen und jetzt ist die Entscheidung gefallen. Hätten Sie sich anders entschieden, wenn Trump nicht gewählt worden wäre? Frau Will, das kann ich nicht sagen. Hätte ich mich anders entschieden, wenn Trump nicht gewählt worden wäre, hätte ich mich anders entschieden, wenn etwas anderes im September nicht passiert wäre, hätte ich mich anders entschieden, wenn der Brexit nicht gekommen wäre. Ich sage nur, für mich war zum Schluss wichtig zu sagen, kannst du dem Land noch was geben? Bist du noch neugierig genug? Reicht deine Kraft, das zu machen?
Oder kannst du das nicht tun? Und wenn sie das so lange hin und her wägen und sicherlich das auch ein bisschen abhängt, mal neigt es sich mehr dahin und dahin, dann ist jetzt die Entscheidung gefallen und jetzt freue ich mich auch drauf zu sagen, ja, ich werde mich noch mal in diesen Wahlkampf begeben und ich mache mir auch keine Illusionen. Also ich habe mich mehr mit der Zukunft befasst. Was wird das für ein Wahlkampf? Wie werden die nächsten 4 Jahre sein? Bist du noch geistig rege genug, um dich mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen? Kannst du Europa noch etwas geben? Bist du vielleicht schon in zu eingefahrenen Gleisen und kannst dem Land nicht genug geben? Also all das hat bei mir eine große Rolle gespielt. Donald Trump ist nicht zuletzt deshalb gewählt worden, weil es einen riesigen Verdruss am sogenannten Establishment gibt, an den sogenannten politischen Eliten. Vor dem Hintergrund, woraus leiten Sie dann für sich ab, dass Sie Teil der Lösung sein können, der Lösung des Elitenverdrusses, oder Sie, die Sie 11 Jahre schon im Amt sind, dann 12, Teil des Problems sind? Schauen Sie, ich tue mich unheimlich schwer mit dieser Unterscheidung der Bevölkerung, wo wir das gleiche und geheime Wahlrecht haben in Deutschland, wo ein Teil für sich in Anspruch nimmt, ich bin das Volk, und der andere Teil, ich weiß gar nicht, wer das definiert, ist dann die Elite. Ich bin 1989, als die Mauer aufging, mit Freude dazu gekommen, jetzt auch Teil eines Volkes zu sein, das seine Meinung sagen kann, das zur Wahl gehen kann. Und ich überhöhe meinen Stimmenanteil nicht. Ich habe eine Stimme unter allen Wahlberechtigten. Und ich bin mit Mehrheiten gewählt worden, die mir politische Gestaltung ermöglicht haben. Mhm. Und deshalb finde ich, jeder kann sich einbringen. Aber dass nur die, die Nein sagen und die kritisieren, jetzt plötzlich das Volk sind. Und alle anderen, die jeden Tag zur Arbeit gehen und Probleme lösen und sich versuchen einzubringen und nicht ganz so viel kritisieren oder kritisieren und Lösungen anbieten, dass die plötzlich nicht mehr das Volk sind und dass irgendwo dazwischen die Elite beginnt, das finde ich, will ich für mich nicht annehmen. Das mag manch einen aufregen, aber ich mache mein Verständnis so, dass ich helfen will, dass Menschen in Deutschland gut leben kann. Ich habe dafür meine Angebote. Ich streite mich dafür jeden Tag in demokratischer Art und Weise. Und man kann mich zu jeder Wahl, kann jeder seine Meinung sagen. Und ich freue mich, wenn die Menschen das auch tun. Und ich werde mich vor der Überzeugung oder vor dem Bemühen um Überzeugung nicht scheuen. Aber ansonsten glaube ich, mag ich das nicht. Ich bin genauso das Volk, wie andere das Volk sind. Sie haben der Fotografin Herlinde Köbel 1998 mal ein Interview gegeben und da haben Sie gesagt, Zitat, irgendwann wollten Sie den richtigen Zeitpunkt für den Ausstieg aus der Politik finden und haben hinzugefügt, ich will dann kein halbtotes Wrack sein. Wann ist Wrack? Ja, die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Ich habe ja meine Worte nicht vergessen, aber nun habe ich mich da mal angeguckt im Spiegel und ich finde, dass ich noch das nicht bin. Aber natürlich spielt die Frage der Kraft, der Neugierde, dass man auch wieder neue Ideen hat, dass man immer wieder auch sich einbringen kann, die spielt natürlich eine Rolle. Fühlen Sie auch noch die Entschlossenheit und die Energie, sich, wenn Sie denn gewählt werden, von heute ab dann ja 5 weitere Jahre mit Staats- und Regierungschefs auseinandersetzen, die sich immer weiter in Richtung nationalistische, populistische, autokratische Form entwickeln, wie Donald Trump, Putin, Erdogan, Orban, demnächst vielleicht auch noch Wilders und Le Pen. Naja, wir haben schon harte Zeiten. Das hat ja für mich auch eine Rolle gespielt. Kannst du diese Auseinandersetzungen führen? Kannst du diese Diskussionen führen? Aber es war dann auch wieder ein Beweggrund zu sagen, in so einer Situation, wenn die Kraft reicht und wenn die Gesundheit da ist, dann sich dafür zu entscheiden, es zu tun. Und jetzt nicht einfach zu sagen, wird mir alles zu kompliziert. Ich habe verschiedene Differenzpunkte mit dem türkischen Präsidenten oder andere mit anderen. Und ich glaube, vielleicht ist es ja auch, oder ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass ich noch was dazu beitragen kann, dass vielleicht auch gerade die Situation in Europa eine ist, die zeigt, es ist im deutschen Interesse, dass Europa stark ist. Und der wesentliche Umstand ist schon das Denken über die Menschen in Deutschland. Mhm. Aber das ist untrennbar verbunden in einer globalen und offenen Gesellschaft und in einer Europäischen Union auch mit der Situation dort. Und deshalb glaube ich und traue ich mir zu, dort auch weiter noch Impulse einbringen zu können. Grotesk ist, wenn jetzt so getan wird, als wäre ich da irgendwie die letzte Säule. Das ist grotesk und absurd.
Aber einen Beitrag leisten mit anderen zusammen und mühselig Kompromisse und Fortschritte zu erzielen, das traue ich mir schon noch zu. Allerdings müssen Sie für sich selber ja auch zugeben, Sie haben diese Entwicklung bisher auch nicht aufhalten können. Die Entwicklung hin zu mehr Populismus, zu mehr Nationalismus, ebenso wenig den fortschreitenden Zerfall der Europäischen Union, wo man nicht mehr genau weiß, gibt es da eigentlich gemeinsame Werte oder sind die alle verloren gegangen? Es gibt sogar ein Land, Großbritannien, eine Gründernation, die gesagt hat, sie geht raus aus dem Verbund. Warum sollte Ihnen also in den nächsten Jahren gelingen, was Ihnen bislang nicht gelungen ist? Es ist in der Politik immer so, dass man nur das sieht, was ist, aber niemals sehen kann, was man verhindert hat oder nicht verhindert hat. Ja, die Entwicklung ist schwieriger geworden. Wir haben im Grunde seit der Eurokrise, zum Beispiel auch in Deutschland, mit der AfD eine Partei, die sehr stark polarisiert und auch sehr stark kritisiert und anklagt. Das haben wir in anderen europäischen Ländern auch. Und ob wir durch die Art, wie wir die Eurokrise gelöst haben, dann auch zeitweise zum Beispiel dazu beitragen könnten, dass die AfD wieder schwächer geworden ist, da würde ich sagen, ja. Aber ganz verhindert habe ich auch nicht, dass sie existiert. Das ist richtig. Und so kann nur jeder seinen Beitrag leisten. Wir leben in Zeiten völlig veränderten Medienverhaltens der Menschen. Wir müssen überhaupt auch erst mal selber lernen, wie wir damit umgehen. Und ich persönlich bin nach wie vor optimistisch, dass wir Menschen überzeugen können, dass die individuelle Freiheit, dass die soziale Marktwirtschaft, dass unsere Einbindung in Wertegemeinschaften wie die NATO, die Europäische Union für Deutschland gut ist. Aber ich sehe durchaus, dass völlig neue Probleme aufgetreten sind, mit denen ich mich vor 11 Jahren nicht befassen müsste. Auf der anderen Seite haben wir nur noch halb so viele Arbeitslose in Deutschland. Wir haben keine Schulden mehr gemacht jetzt die ganzen letzten Jahre. Das sind ja auch positive Dinge. Aber Sie haben den Aufstieg der AfD nicht aufhalten können. Und ich würde mich wundern, wenn Sie jetzt den Eindruck hätten, dass die AfD schon am Ende wäre. Nein. Ich habe ja lediglich gesagt, sie ist das erste Mal aufgetreten im Zusammenhang mit der Euro-Rettung. Und jetzt durch die Frage der Flüchtlinge ist natürlich die AfD noch einmal durchaus stärker geworden. Und jetzt ist doch nur die Frage, bin ich in der Lage, die Frage muss ich doch für mich beantworten, bin ich in der Lage, Antworten zu finden? Und wenn ich jetzt einfach mal ein Jahr zurückgucke, was wir geordnet haben, was wir gesteuert haben, dass das EU-Türkei-Abkommen aus meiner Sicht die illegale Migration deutlich zurückgebracht habe, dann lohnt es sich, dafür zu arbeiten und auftretende Probleme nicht einfach nur zu benennen, das ist nicht mein Stil, sondern Lösungen anzubieten. Aber wenn Sie dieses eine Jahr zurückschauen, sehen Sie auch etliche Landtagswahlen, die die CDU krachend verloren hat, in ihrem Stammland in Mecklenburg-Vorpommern sogar hinter der AfD landete. Also dann nochmal die Frage, warum halten Sie selber sich für einen Teil der Lösung und nicht für den Teil des Problems, der ja auch lautet, Sie sind der absolute Lieblingsfeind der AfD und Sie erhalten der AfD diesen Lieblingsfeind? Ja, man kann es so sehen. Ja, man kann es so sehen. Die AfD reibt sich natürlich an mir, weil sich daran auch einiges festmacht. Und man kann es auch so sehen, dass ich sage, ich werde doch jetzt vor dem Problem nicht davonlaufen, sondern zeigen, dass wir auch ein so großes Problem so lösen können, dass dabei auch nicht Europa auseinanderfällt und wir zum Schluss alle wieder in unsere nationalen Grenzen zurückfallen, das vielleicht den Euro noch in Gefahr bringt, sondern indem wir versuchen, europäische Außengrenzen zu schützen und da ja auch richtig vorangekommen sind. Das heißt also, ich bin schon auch Teil der Lösung und trotzdem sind die Sorgen und Ängste vieler Menschen noch nicht weg. Das ist richtig. Zusammenfassend gefragt, haben Sie nach den 11 Jahren überhaupt noch eine wirklich freie Entscheidung treffen können oder nur noch eine, die von jeder Menge Erwartungen an Sie getragen war oder aber auch von Schmeicheleien, mit denen Sie sich verführt sahen? Das mit den Schmeicheleien ist in der Politik immer eine interessante Frage, weil ich aus meiner Vergangenheit weiß, das, was heute gut ist, kann morgen ganz schlecht sein. Da mache ich mir auch gar keine Illusionen. Ich habe heute eine Entscheidung getroffen. Und das kann sein, dass viele, die heute oder gestern noch gesagt haben, bitte mach es, morgen sagen, ach, da habe ich vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen. Das ist immer so. Ich persönlich habe mir meine Entscheidung reiflich überlegt. Da muss ich mir keine Vorwürfe machen. Ich habe mich lange genug damit beschäftigt. Und jetzt ist diese Entscheidung gefallen. Und jetzt freue ich mich auf das, was mit dieser Entscheidung verbunden ist. Und frei oder nicht frei, in der
Politik ist man immer in der Situation, dass man abwägen muss. Und diese Abwägung habe ich jetzt für mich getroffen. Ich habe heute davon von meinem Bundesvorstand jedenfalls Beifall bekommen. Es wird auch Menschen geben, die das anders sehen. Das ist das Schöne an der Demokratie. Horst Seehofer hat sich noch nicht mal einen freundlichen Satz abbringen können. Ich finde, er hat doch ganz konstruktiv gesprochen. Ich glaube, er hat nur gesagt, na ja, dann ist das halt jetzt eben so. So kam es mir vor. Das reicht da hatten Ihnen? Wir schon Kontroverseres. Die freie Entscheidung, also können Sie beantworten mit, Sie wollen wieder und Sie mussten nicht? Ich will wieder. Das ist die Entscheidung. Müssen. Bei meiner Entscheidung ist es dazu gekommen, dass ich es will. Und dabei sind alle Fragen von, wer erwartet was und wer erwartet etwas nicht, natürlich mit eingeflossen. Und immer muss ich mich dann auch fragen, wenn ich eine Erwartung nicht erfülle. Es gibt vielleicht auch Menschen, die haben sich gefreut, dass ich vielleicht nicht wieder antrete. Das kann ich mir auch vorstellen. Und andere Erwartungen, wenn ich Erwartungen enttäusche oder erfülle, mache ich mir keine Illusion, dass das morgen wieder umschlagen kann. Aber ich glaube, wie ich es gesagt habe, es gibt auch immer unter dem Strich Alternativen natürlich. Die Frage ist nur, wie ist jetzt meine Situation? Und bei mir hat zum Schluss überwogen, dass ich in dieser Situation meine Erfahrung und meine Gabe und meine Gaben und Talente vielleicht, also das, was ich kann, einbringen will. Und dass mir viele auch mit mir anstrengende Wege gegangen sind, ich auch viel Unterstützung bekommen habe und dass ich dieses auch noch eine Weile zurückgeben möchte. Das waren die Beweggründe. Frau Merkel, vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Giovanni, Sie haben konzentriert, wie wir alle zugehört, so aufgewühlt die Stimmung im Land und so gespalten auch dieses Land ist. Danach habe ich Sie ja viel gefragt. Haben Sie da den Eindruck, dass Angela Merkel unbeirrt weitermachen will wie bisher und also auf weiter so setzt? Ich glaube, dass kein Politiker sagen kann, immer nur weiter so. Also das sind ja auch, das ist ja das, was viele, die das System oder die Systemparteien, die sogenannten, angreifen, nicht begreifen, dass das lernende Systeme sind. Und Frau Merkel würde bestimmt nicht zum vierten Mal antreten wollen, wenn sie nicht auch ihre Lektion gelernt hätte. Das hat sie. Aber konkret konnte sie nicht sagen, was sie nun anbieten will. Das hängt, glaube ich, auch mit ihrer Art zusammen, Politik zu machen. Sie ist niemand, der sagt, ich habe jetzt das Patentrezept, sondern sie tastet sich vor. Wenn sie ein Problem hat, dann seziert sie es, schraubt alle Teile auseinander, dann wieder zusammen, versucht, Konsens herzustellen. Das ist ja ihre Art, Politik zu machen. Man muss sagen, auf die schwierigste Frage, wo sie auch immer wieder und völlig zu Recht nachgehakt haben, nämlich wie hältst du es mit den populistischen Parteien, da hat auch keiner im Moment ein Patentrezept. Und alles, was bislang versucht worden ist, hat auch nicht so richtig funktioniert. Klaus Wowereit, Sie sind 2014, 2 Jahre vor Ende der Legislaturperiode, damals zurückgetreten, haben gesagt, Sie treten nicht mehr an bei der Wahl, sind also den ganz genau anderen Schritt gegangen als den, den Angela Merkel nun heute für sich nach langem Hin und Her für den richtigen beschrieben habe. Hätten Sie jetzt fast wieder Lust, weil Angela Merkel möglicherweise nicht mehr unschlagbar ist? Nein, das ist ja für mich eine Entscheidung gewesen, die ich mir auch recht lange überlegt habe, machst du es nicht. Ich bereue diese Entscheidung auch nicht und die Fragen, die da gestellt worden sind, sind ja die auch damit zusammenhängen, dass sie noch mal antritt, nämlich was hat sie falsch gemacht in den letzten 11 Jahren und kann sie es dann besser machen? Also sie kann sich ja nicht distanzieren von dem, was war. Deshalb fällt es ja auch so schwer zu sagen, jetzt mit einem neuen Programm, mit einer neuen Auffassung da anzutreten, das wird ihr nicht gelingen. Das ist ein Manko an so einer Kandidatur, denn zum vierten Mal. Der Pluspunkt ist natürlich Erfahrung. Leute haben Vertrauen zu ihr, bringt also viel mit, auch internationale Reputation. Aber dieses Manko, dass sie lange dabei war, Teil des Systems ist, ja, aber wer Kanzlerin ist, ist Teil des Systems, kann man nicht ändern. Kann auch keiner ändern, der danach kommt. Und es ist dann schwierig. Ist sie denn nicht mehr unschlagbar? Jeder ist schlagbar.
Und, sah bisher immer nicht so aus bei allen Versuchen. Naja, wir hatten ja jetzt auch eine Situation gehabt im Deutschen Bundestag, wo es auch Mehrheiten jenseits dieser Großen Koalition gegeben hätte. Das ging da nicht, weil man es nicht inhaltlich wollte oder konnte. Aber mehrheitlich wäre ja Rot-Rot-Grün gegangen, wenn man es dann gemacht hätte. Also schlagbar ist sie sowieso. Sie wird auch beim vierten Mal keine absolute Mehrheit bekommen. In den Umfragen liegt die CDU jetzt bei 32%. Kann sich ändern. Plus, minus werden wir sehen. Aber natürlich ist sie auch schlagbar. Das weiß sie auch, dass das kein Selbstläufer sein wird, die nächste Bundestagswahl. Herr Marz, ich möchte Sie vorstellen, Sie sind Therapeut, Sie leben und arbeiten in Halle, also in Sachsen-Anhalt. Sie hätten besser gefunden, dass Angela Merkel nicht wieder angetreten wäre. Warum? Also wenn ich es erstmal jetzt auf dieses Interview bringe, für mich, um das böse Wort gleich mal zu benutzen, ist das purer Populismus. Also Phrasen, suggestive Überzeugung ohne Inhalte, das ärgert mich. Aber ich hätte es ihr deshalb gewünscht, dass sie nicht mehr antritt, damit sie einen würdigen Abgang findet. Der ist nicht zu erwarten in den nächsten 4 Jahren. Ich finde es auch für die Partei schlimm. Warum? Weil sie offensichtlich keine Alternative zulässt. Es ist peinlich für eine so große Volkspartei, wenn es so aussieht, als gäbe es keine Alternative, als könnte nur sie es machen. Wer versteckt sich da hinter ihr? Also man hat immer den Eindruck, vor allen Dingen die Männer verstecken sich hinter Mutti, die also nicht antreten, nicht wirklich mal ein paar Takte sagen. Und der Einzige, der Seehofer von der CSU, wird dann eigentlich in der Öffentlichkeit wie der dumme Junge behandelt. Ja? Der wagt sich, was der schon wieder für dumme Sachen geredet hat, der muss erzogen werden und so weiter. Also so geht man dann mit Politikern um, die eine andere Meinung haben. Und fürs Land fürchte ich, es wird die AfD stärken, ist ja klar. Wenn keine Inhalte kommen, all das, was jetzt sozusagen gesagt wird, ich will was geben. Also da muss ich schon sagen, was sein soll. Also das ist doch eine narzisstische Formulierung. Ich gebe etwas, aber kein Mensch erfährt von ihr, was sie nun geben will in dieser Situation. Was tut sie denn real, damit die AfD nicht mehr so stark wird? Frau Kramp-Karrenbauer, Sie haben ja den ganzen Tag mit Angela Merkel und auch mit dem Präsidium und dem Vorstand der CDU zusammengesessen. Jetzt haben wir hier ein bisschen den Eindruck, wahlweise wird dafür Verständnis aufgebracht, wahlweise eben nicht, dass die CDU einigermaßen unvorbereitet in diesen Wahlkampf geht, also konkret noch nichts vorzuweisen hat, wie sie etwa die AfD nach rechts absichern kann, wie sie gegen sie angeht oder wie sie eben auch populistische Strömungen, ein Gefühl von Abgehängtsein aufnimmt. Wissen Sie nichts oder hat sie noch nichts gesagt? Nein, das ist aus meiner Sicht ein falscher Eindruck. Ich kann auch Ihre Meinung nicht teilen, dass sie eben in dem Interview inhaltsleer gewesen ist. Also da saß niemand, der damit kokettiert hat, oh Gott, ich bin irgendwie unersetzlich und deswegen musste ich doch wieder antreten. Sondern da saß jemand, der wirklich, und ich glaube, das hat man auch gespürt, mit sich sehr gerungen hat, ob das die richtige Entscheidung ist und ob auch sehr kühl auch abgewägt hat, ob sozusagen, wenn sie wieder antritt, das für das Land, auch für die Partei mehr Nachteile oder mehr Vorteile hat. Und die aus meiner Sicht auch sehr deutlich eben gesagt hat, und das war auch heute den ganzen Tag über zu spüren, natürlich steht sie für etwas. Sie steht für das, was sie in den letzten Monaten auch durchgekämpft hat. Nämlich, dass sie in der Diskussion, die wir zurzeit sehr führen, auch sehr aufgewühlt und sehr hart führen, etwa rund um das Thema Flüchtlinge, eben nicht von Grundüberzeugungen dieser Republik abweicht. Weg von Europa, weg von Offenheit, weg von auch grundlegenden Punkten, die wir etwa im Asylrecht festgelegt haben. Und dass sie sehr wohl auch sieht, dass gerade die Themen, die jetzt anstehen, wir waren ja zusammen 2 Tage auf dem Digitalisierungsgipfel, wenn man das einmal spürt. Merkt man. Sie spricht ganz viel von Digitalisierung. Ja, das spürt, wenn der Chef von Google dort war, was sich da bewegt, dann sieht man, und ich sage mal, ich komme aus einer Region, wo jeder 4. Arbeitsplatz vom Automobil abhängt. Und da ist die Frage, was macht Digitalisierung mit dem Auto?
eine Frage, die ganz konkret in einigen Jahren im Saarland die Frage stellen kann, sind die Arbeitsplätze dann noch dort? Darauf müssen wir eine Antwort finden. Und, aber es finden, Lust, Sie haben noch keine. Ja. Diese Lust, diese Antwort zu geben, die hat sie. Wir sind dabei, diese Antwort auch zu arbeiten. Die gibt sich zum Teil natürlich aus dem Regierungshandeln und zum Teil ergibt sie sich jetzt aus dem Bundesparteitag, aus den Plattformen, die erarbeitet werden fürs Wahlprogramm. Also wir haben die Landtagswahl, die Bundestagswahl in 10 Monaten. Ich glaube, das Wahlprogramm der SPD steht im Moment auch noch nicht fest. Das ist ein vollkommen normaler Prozess. Und ich weiß, dass er nicht dafür haftet. Gerade etwas erarbeitet, was auch vorgelegt werden kann. Das haben Sie ja für Ihren Antrag höchstwahrscheinlich auch. Das sind wir, die haben ja auch so Beschlusslagen. Das sind wir ja auch dabei. Und ich will nur eins noch mal sagen, wenn eben gesagt worden ist, sozusagen 11 Jahre Angela Merkel und was sie falsch gemacht hat. Der große Unterschied auch zur Ära von Helmut Kohl ist, dass das 11 Jahre von Angela Merkel bisher waren mit unterschiedlichen politischen Partnern. Mhm. Und jeder, und wir sind alle insofern ein Stück weit des Systems, wenn man so nennen will, jeder hat seinen ganz spezifischen Beitrag dazu geleistet, dass die Republik im Moment dort steht, wo sie steht. Im Positiven, aber auch dort, wo es Fehler gemacht wird. Herr Marz, ich will noch mal hören, was genau haben Sie vermisst und was haben Sie für sogar populistisch gehalten? Naja, sie hat einen für mich verhängnisvollen Satz gesagt, nämlich, dass sie die Politik der Wirklichkeit anpassen will. Also erstens, wer ist die Wirklichkeit und wer macht die Wirklichkeit? Ich hätte auch die Vorstellung, dass Politik Wirklichkeit beeinflusst. Das ist eine Aufgabe der Politik. Aber das genau ist das Problem, dass sie reagiert, versucht immer sich irgendwie durchzumogeln, aber auf die wirklich aktuellen Fragen dieser Zeit keine Antwort gibt. Es wird von Abgehängten gesprochen. Ja, aber was wird sie denn nun tun, damit die Abgehängten nicht mehr abgehängt sind? Ja. Müsste sie da mehr wissen, Giovanni? Ich weiß es nicht. Ich habe mit ein paar Begriffen Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verwende den Ausdruck Populismus auch, weil es so schön einfach ist. Mhm. Dieser Ausdruck ist dann problematisch, wenn man damit alle brandmarkt, die nicht die eigene Meinung vertreten. Das finde ich mal ein großes Problem. Ich würde sagen, meine Definition von Populismus... Darf ich nur einen Satz dazu sagen? Ich habe das deshalb so betont, weil Populismus immer für die Kritiker verwendet wird. Ja, und jetzt habe ich mal gesagt, das war für mich auch populistisch. Verstehen Sie? Ich habe nur meinen Versuch, ich bin nicht mal fertig. Mein Populismus-Begriff ist immer der, wenn Leute, sei es von rechts oder von links, den Leuten irgendwie suggerieren, es gibt ganz einfache Lösungen und ich werde die durchziehen und ich werde euch glücklich machen. Wohlwissend, dass es solche einfachen Lösungen nicht gibt. Das sind für mich Populisten. So. Ich habe sie, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin weder der Sprecher von Frau Merkel noch der Sprecher der CDU. Da früher ist Frau Kramp-Karrenbauer zuständig. Aber ich fand es gerade angenehm, dass da nicht jemand sitzt und sagt, und jetzt werde ich euch mit meiner Ankündigung erneut erklären, wie wir dieses Land aus den Problemen herausführen. Ich möchte einfach nur mal die Frage stellen. Wie würden wir heute diskutieren und in welcher Stimmung, wenn Frau Merkel angekündigt hätte, sie macht es nicht? Dann finde ich, wäre das große Problem da gewesen, dass wir gesagt hätten, wir haben riesige Probleme und eine, die am erfahrensten ist und die auch bestimmt auch Teil des einen oder anderen Problems ist, tritt die Flucht an. Und dann glaube ich auch noch, wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn wir alles nur verengen auf die Diskussion Umgang mit der AfD. Wir haben eine Lage, die ich bin von Grund aus ein optimistischer Mensch, die ich aber noch nie als so bedrohlich wie heute empfunden habe. Jedenfalls so lange, wie ich politisch denken kann. Wir haben ein Europa, was auseinanderfallen kann. Das war vor Jahren für uns noch undenkbar. Ich glaube, in Ihren Kreisen, ob bei der SPD oder bei der CDU, wird im Moment ganz ernsthaft diskutiert. Wenn Frankreich an Le Pen geht, dann ist das europäische Projekt vorbei. Und in 2 Wochen, am Sonntag, kann es sein, dass Herr Renzi, der Einzige, der noch für eine Partei steht, die einigermaßen proeuropäisch ist, trotz aller Zicken, dass der auch weg ist, weil er sein Referendum wie Cameron gebunden hat an den Verbleib im Amt. Und dann haben wir vielleicht noch Herrn Hofer in Österreich. Also es ist ein äußerst kritischer Moment. Und weltpolitisch für uns auch unvorstellbar, jedenfalls für Menschen meiner Generation, dass es noch mal eine kriegerische Bedrohung geben könnte. Auch das ist nicht mehr ausgeschlossen. Seitdem das, was sozusagen die Friedensordnung
aufrechterhalten hat in Europa, nämlich dass der Respekt vor den Grenzen des jeweils anderen Landes, auch das ist nicht mehr so selbstverständlich. Insofern würde ich sagen, auch als Nichtsprecher von Frau Merkel, jemand, der diese Erfahrung mitbringt und den Laden, dem sie nun mal angehört, zusammenhalten kann, wenn die heute erklärt hätte, sie tritt nicht noch mal an, das wäre, weiß Gott, die schlimmere Alternative gewesen. Darf ich? Das wäre sicherlich eine... Das wäre sicherlich eher die Sensation gewesen. So. Und für die CDU kann man ja sagen, mit Merkel sind die Chancen besser als ohne Merkel. Aber trotzdem, die Antworten müssen in diesem Wahlkampf gegeben werden. Und die Polarisierung muss auch stattfinden. Und die Auseinandersetzung. Das ist was anderes, und das ist ja das Entscheidende auch. Tatsächlich, leichte Antworten gibt es dafür keinen. Also wer das meint, viel Vergnügen. Wir können nicht alle Probleme, die nichts mit der AfD zu tun haben, sondern sich jetzt tatsächlich über Generationen auch schon angesammelt haben, nämlich die Kluft zwischen Arm und Reich, die ist größer geworden in unserer Gesellschaft. Auch da, wo Sozialdemokraten mitregiert haben oder regiert haben, und denen kann man ja nicht per se unterstellen, dass sie das programmatisch gewollt haben. Aber es ist leider so. Und wir haben heute Menschen, die in ganze Arbeiten gehen, aber damit leben müssen, dass sie demnächst von ihrer Rente nicht leben können ohne staatlichen Zuschuss. Das ist diskriminierend, das ist demütigend. Und da muss eine Antwort gefunden werden. Früher hat ein Arbeiter auch so einen Lohn bekommen, dass er mit seiner Betriebsrente oder mit einer Zusatzrente, die er dort noch mal dazu hatte, gut im Alter auch leben konnte. Das ist heute in vielen Fällen nicht mehr der Fall. Und nicht, weil die Leute zu faul sind oder nichts arbeiten, sondern weil die Löhne zu gering sind. Und daran muss sich grundsätzlich was ändern. Das werden zentrale Fragen werden. Wie kann man das sicherstellen und wie kann man das erreichen? Wer da eine Antwort findet, eine schlüssige Antwort, nicht eine Antwort, die den Leuten alles verspricht und dann anschließend nichts mehr zu halten ist, sondern eine glaubwürdige Antwort, eine reale Lösung, dass da wieder eine Hoffnung da ist, dass ein Aufstiegswille einen Sinn macht. Und nicht, dass ich sage, das hat sowieso gar nichts zu tun, ob ich mich anstrenge oder nicht anstrenge, ich werde sowieso Verlierer sein. Wir müssen also wieder solche Punkte in den Mittelpunkt auch der politischen Debatte bringen. Aber Giovanni hat es ja gebunden an die Person Merkel und hat gesagt, dass es wäre dramatisch gewesen, wenn sie verzichtet hätte. Empfinden Sie das auch so? Na ja, gut, als SPD ist mir das jetzt erstmal egal, sage ich mal. Das ist die Aufgabe der CDU. Na ja, ich kann ja nicht sagen, dass das die Bundesrepublik Deutschland, wenn Frau Merkel heute erklärt hätte, sie kandidiert nicht mehr, aus welchen Gründen, ob aus persönlichen Gründen, aus politischen Gründen oder weiß ich was, dass dann die Welt untergegangen wäre. Das ist ja Quatsch. Das hat sie ja auch selber eingeräumt. Sie hat für sich eine Entscheidung getroffen. Okay. Sie hat dafür eine Mehrheit in der CDU. Einige werden das gut finden, andere schlecht. Das haben wir debattiert. Daran wird sich nicht die Welt verändern. Die CDU muss vor allen Dingen erstmal ja mit sich selbst ins Reine kommen. Dass der Seehofer jetzt seit Monaten, nicht umgekehrt, der Seehofer wird blöd behandelt, sondern wie der Merkel behandelt hat, angefangen da von diesem Parteitag. Das war demütigend. Und dass sie sich das so lange hat gefallen lassen und immer noch gegrinst hat dazu, das ist ja ein Ding. Der ist ja der schlimmste Gegner. Da ist ja die SPD harmlos im Vergleich zum Umgang mit Frau Merkel. Frau Kramp-Karrenbauer, als Sie da zusammensaßen, gab es eigentlich gar keinen Widerspruch? Oder anders gefragt, wie haben eigentlich Wolfgang Schäuble, Thomas de Maizière, Ursula von der Leyen, Sie selbst reagiert, die sich ja alle auch vielleicht mal versteckt oder offener eine Hoffnung auf eine eigene Kanzlerschaft gemacht haben? Also es war heute vollkommen einstimmig. Wir haben alle mit einem hohen Respekt diese Entscheidung zur Kenntnis genommen. Wir haben sie auch alle begrüßt und ich hatte bei keinem den Eindruck, bei mir kann ich es auf jeden Fall ganz authentisch sagen, und bei keinem anderen hatte ich den Eindruck, dass es irgendwie gespielt ist. Ich will das aufgreifen, was eben gesagt worden ist. Man muss sich vorstellen, wir haben in den letzten Wochen, auch darüber ist ja genügend berichtet worden, ja mit allen Kräften der Bundesrepublik einen Bundespräsidenten gesucht. Jetzt haben wir einen Kandidaten, der auch akzeptabel ist, respektabel ist. Und wir haben gelernt, dass die CDU und wir haben auf dem Weg dorthin, sattes Personal hat, um selbst einen aufzustellen. Wir haben auf dem Weg dorthin
ja auch viele erlebt, die erklärt haben, das ist ein ehrenwertes Angebot, aber mit Blick auf die eigene Lebensplanung möchten sie sich anders entscheiden. Sie selbst auch eigentlich das auch? Bei mir war das nie eine Frage, weil ich im März eine Landtagswahl habe und ich will Ministerpräsidentin bleiben. Das habe ich auch immer erklärt. Aber der Punkt ist, dass in einer Situation, die von vielen Menschen zumindest so empfunden wird, wie sie eben geschildert worden ist, dass in einer solchen Situation eine Kanzlerin dann etwa sagen würde, also ich könnte mir meinen Lebensabend 60 plus auch anders vorstellen mit mehr Lebensqualität und in meine Lebensplanung passt das nicht rein, dass sie dann sicherlich in einer Abwägung sagt, ich stehe aber hier zu dem, was ich getan habe und ich stehe dafür, dass ich glaube, dass ich die Kraft habe, auch weitere 4 Jahre die Zukunft zu gestalten. Das ist ein wichtiges Signal. Und Herr Marz, ich glaube auch nicht, dass sozusagen dass das Konjunkturprogramm für die AfD ist. Die glauben doch nicht, dass die AfD in diesem Land verschwindet, wenn Angela Merkel nicht mehr kandidiert. Die AfD reibt sich an jedem von uns, der nicht ihre Positionen zur Flüchtlingspolitik teilt, der nicht ihre Positionen zu Europa teilt. Insofern ist es unsere Aufgabe, allesamt uns mit dieser Partei auseinanderzusetzen und zu versuchen, sie so klein wie möglich zu halten in diesem Land. Herr Marz. Herr Di Lorenzo hat eigentlich die wichtige und richtige Frage gestellt, was wäre denn, wenn sie Nein gesagt hätte? Ja. Dann hätten wir ein ernstes Problem. Ne? So das ist empfinden es. Sie auch so? Ja, aber das ist das Problem, das wir haben. Das wird durch Frau Merkel nur zugedeckt. Und die Begeisterung, die Frau Merkel hat, ist eine Übertragung, eine Projektion. Sie scheint die Sicherheit, die Ruhe zu geben. Aber wir leben nicht in einer Zeit, die so sicher und ruhig wäre. Das, was sie verbirgt und was die Wähler sicher Sie werden sie wieder wählen, weil sie die Hoffnung haben, es geht alles so schön weiter. Aber das ist nicht die Realität. Die Realität ist viel ernster, dass Sie als Politiker nicht sehen, was in den USA los ist, was mit der AfD los ist. Das sind doch die Folgen, das sind doch Symptome einer Politik, die jetzt die letzten Jahre so gemacht wurde. Und wenn es so weitergeht, kann es nur schlimmer werden. Das muss man doch endlich mal begreifen. Entschuldigung. Ich wundere mich auch, dass es gar keinen Widerspruch gab, Frau Kramp-Karrenbauer. Denn in der Tat haben sich all das, was Herr Marz vielleicht in ganz düsteren Farben malt, auch zuletzt in Wahlergebnissen ausgedrückt. Und da sah die CDU unter Merkel, weiß Gott, nicht gut aus. Und vielen Dank für die Blumen. Ein Strauß für den Wahlverlierer, zuletzt Mitte September für CDU-Spitzenkandidat Henkel in Berlin. Die Kanzlerin als Wahlkämpferin, in diesem Jahr wenig erfolgreich. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. 5 Landtagswahlen, 5 Schlappen, oft mit Prozentwerten weit unter dem eigenen Anspruch als Volkspartei. In Merkels Stammland Mecklenburg-Vorpommern liegt sogar die AfD vor der CDU. Dazu seit mehr als einem Jahr ständige Giftpfeile aus München. Wir dringen darauf, dass die schweren Fehler, die in Berlin gemacht werden, abgestellt werden. Und Kritik kommt auch aus den eigenen Reihen. Der Spalt zwischen der politischen Elite und dem ganz normalen Wähler war meines Erachtens noch nie so groß wie heute. Und das ist ein Warnsignal. Mit Augen zu und immer weiter so werden wir auf Dauer keinen Erfolg haben. Auch an der Parteibasis polarisiert die Kanzlerin. Wenn es auch mal ein bisschen diverse Meinungen bei uns gibt, weil Frau Merkel was gesagt hat, was meinem Mann nicht passt, gehe ich sofort aus dem Zimmer, damit wir bloß keinen Streit kriegen. Sie ist nicht mehr die Richtige in meinen Augen. Dem deutschen Volke zuliebe sollte sie wahrscheinlich zurücktreten. Wäre besser, auch der Partei zuliebe. Giovanni, kann also ausgerechnet Angela Merkel für die Versöhnung innerhalb der Union und auch des Landes sorgen? Ich glaube, dass sie hat ja auf ihre Frage nach dem Volk und ob, was Sie mit ein bisschen anderer Intonierung Sie auch gefragt haben, gesagt, sie wehrt sich dagegen, dass diese Unterscheidung getroffen wird. Also alle, die nur kritisieren und schimpfen, sind das Volk und die machen, sind die Eliten und das Establishment. Das ist mir klingt sympathisch, trifft aber nicht ganz die Realität. Man muss sagen, dass die machen, die Verantwortung haben, die Macht haben, auch einen größeren und großen Anteil daran haben, dass es einen so großen Vertrauensverlust in der Bevölkerung gibt. Wenn wir uns den nicht anschauen,
dann werden wir keinen Schritt vorankommen. Es gibt viele Ursachen. Manche Länder haben andere Akzente, als wir sie zum Beispiel hätten. In angelsächsischen Ländern ganz bestimmt auch der Beschiss bei der Begründung der militärischen Intervention in Irak und Afghanistan auf Lügen begründet. Hier in Deutschland war mit Sicherheit die Finanzkrise ein Riesenschock. Mit Sicherheit, das hält ja bis zu diesen Tagen an, die Tatsache, dass Menschen, die ein Riesengehalt beziehen und großen Mist bauen in ihren Unternehmen, trotzdem so fürstlich abgefunden werden und nicht haften müssen für das, was sie machen. Auch Institutionen, die mir sehr am Herzen liegen, wie die Kirche. Was war das für ein Schock, diese Missbrauchsfälle so präsentiert zu bekommen? Nicht nur das, sondern dann, wie die Kirche das jahrzehntelang dann vertuscht hat. Und auch ich stehe für eine Einrichtung, nämlich Medien, Sie auch, Anne, die sich auch Kritik gefallen lassen müssen. Also all das müssen wir uns anschauen, weil sonst kommen wir nicht weiter. Es ist sinnlos, weiter gesellschaftliche Barrieren aufzubauen nach dem Motto, das sind die kulturell, materiell, moralisch Minderbemittelten und wir sind die Klugen, die Guten. Und wenn wir jetzt nur entschieden kämpfen, werden wir dieses Phänomen kleinkriegen. So einfach wird das nicht funktionieren. Aber die Auseinandersetzung muss doch geführt werden, auch in der Weise, dass man nicht sagen kann, wir haben eine repräsentative Demokratie, aber alles, was das ausmacht, ist von Übel. Wenn wir das zulassen, dieses Bashing, was da auch passiert, pauschal, generell, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass Politikverdrossenheit passiert. Ich finde es ja gut in unserem System. Hätten wir früher nie für möglich gehalten, dass sich neue Parteien von heute auf morgen gründen können und sogar erfolgreich sein können. Das hätten wir doch früher gar nicht geglaubt. Das war festgezurrt mit den beiden Großen und die FDP in der Mitte. Dann kamen die Grünen, dann kam die Linkspartei, jetzt kommt die AfD. Wir hatten mal Republikaner oder andere gehabt. Das ist ja ein gutes Zeichen für eine Demokratie, ob man sie mag oder nicht mag. Darüber zu streiten, ob die Etablierten alles falsch machen und die Neuen alles besser können, das macht ja sogar Sinn. Aber diese Auseinandersetzung müssen wir führen. Nur diejenigen, die jetzt die Etablierten angreifen, sind morgen die Etablierten. Natürlich. Das muss man sich also klar machen. Die haben doch nicht per se die Weisheit mit Löffeln gefressen und sind automatisch besser. Sie kommen auch in Mechanismen hinein, wo die sogenannten Sachzwänge und weiß ich was alles Rücksichtnahmen. Nach einem Kompromiss. Ja, da müssen wir doch machen. Müssen Sie in Ihrem Verlag auch machen. Jeden Tag. Sie können sich da auch hinstellen und sagen, wir erhöhen mal unsere Auflage und jetzt macht mal, morgen wird es dieselbe Auflage sein. So einfach ist die Welt nur heute leider nur auch wiederum nicht mehr. Was müsste denn dann passieren, um ein Zeichen zu setzen, etwa über eine andere Politik oder eine, keine Ahnung, eine gemeinsame Verabredung, einen grundsätzlichen Ansatz, bei dem man sagt, wir haben das verstanden, wir schauen uns genau an, wird jetzt jeder Erfahrene sofort diffamiert als Elite, als Establishment? Nein, wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg. Umgekehrt genau dasselbe. Aber wie geht man es dann an? Ja, ganz auch normal. Ich bin ja in der SPD, Frau Kramp-Karrenbauer ist in der CDU. Ja. Wir haben Unterschiede. Und ich lasse mir auch nicht von ihr ausreden, dass meine Programmatik eine richtige ist. Da streite ich mit meinen Leuten und alle, die dazu eingeladen sind, über den richtigen Weg. Über die soziale Frage. Wie lösen wir das Rentenproblem beispielsweise? Wie machen wir Pflege? Aber beide werden Sie wahrgenommen. Und die AfD soll sich mitstreiten. Ja, aber die AfD soll sich doch mitstreiten. Wenn jetzt Frau Petri kommt und hat ein tolles Konzept, wie man wunderbar dieses Problem lösen kann, dann wird sie dafür höchstwahrscheinlich Erfolg haben, wenn die Menschen es so akzeptieren. Aber deshalb bin ich doch jetzt nicht, weil sie tagespolitisch mal jetzt bei 12% bundesweit liegt, bin ich doch nicht bereit, jetzt einfach meine Programmatik zu ändern. Das kann es doch auch nicht sein. Sondern ich muss doch dafür werben, dass das überzeugender wird und da, wo ich was falsch gemacht habe, Probleme nicht erkannt habe oder falsch eingeschätzt habe, auch bereit sein, es zu ändern. Na klar, neue Herausforderungen. Leute nicht wahrgenommen, nicht mehr wahrgenommen. Ja, die nicht wahrgenommen, aber bestimmte Leute, die jetzt so auftreten, als ob sie im Namen der nicht wahrgenommenen reden, haben die da auch nicht wahrgenommen.
Also es ist ja nicht so, dass da jeder jetzt Arbeitslose oder Sozialhilfeempfänger überall an Politik interessiert ist. Das ist ja auch nicht der Fall. Also dieses Monopol zu sagen, ich nehme für mich in Anspruch, des Volkes Stimme zu sein. Das können wir hier alle irgendwo machen. Das ganze Publikum kann das machen, wenn hier jeder mal vom Leder zieht, was er ihn stört an unserer Gesellschaft. Nur damit kommen wir ja nicht weiter. Es muss kanalisiert werden. Und das hat Parlament heute gemacht. Da hat man eben einen Interessensausgleich versucht. Das hat man mit Wahlen gemacht, mit Auseinandersetzungen, mit Wahlkämpfen. Wenn man das in Frage stellt, dass das ein richtiges System ist, dann verlassen wir unsere demokratische Grundordnung. Und das ist das Gefährliche. Ich würde da einfach gerne noch mal einhaken, weil das ist mir auch zu flach, dieses wir fühlen uns nicht vertreten und die Etablierten. Ich will mal sagen, ich mit meiner Biografie, ich wäre wahrscheinlich weder in Frankreich in irgendeinem führenden politischen Amt, noch wäre es in Amerika, weil das dort ein anderes System ist. Sagen Sie was kurz dazu, was hätte dem im Wege gestanden? Ja, weil ich keine Elite-Universität besucht habe in Amerika, weil ich nicht die ENA besucht hätte wahrscheinlich hier. Und wenn man sich das in Frankreich anschaut, wenn man da nicht in der ENA war, hat man kaum eine Chance auf ein führendes politisches Amt. Und insofern sage ich, sind wir in Deutschland in diesem Sinne wirklich ungeheuer demokratisch, dass hier jeder, der sich politisch engagieren will, auch politisch engagieren kann und auch seinen Weg machen kann. Dennoch dann gibt es ja jetzt ein neues Empfinden, ja, Frau Kramp-Karrenbauer. Ja, ich will Herrn Marz dazu mal fragen, weil er dazu mal ein gutes Wort geprägt hat, glaube ich. Höre ich mir auch gerne an, aber ich will an einem Punkt das gerne auch noch mal verdeutlichen. Ich komme aus der Kommunalpolitik. Ich biete in meiner Arbeit ganz regelmäßig, alle paar Wochen, Bürgersprechstunden an. Meine Telefonnummer steht im normalen Telefonbuch. Bei mir kann jeder anrufen, das tun auch viele Leute. Ich mache Online-Sprechstunden. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich sehe das anders, ich hätte das gern so oder so, da können Sie mir helfen, ist nachher unzufrieden, wenn ich nicht helfen kann. Aber jemand, der behauptet, ich engagiere mich nicht für dieses Land oder ich verrate dieses Land und macht das nur einzig und allein an der Tatsache fest, dass ich in einer politischen Frage eine andere Grundüberzeugung und eine andere Position vertrete als er selbst, dann muss ich sagen, hat derjenige ein Problem, nämlich ein Problem zu akzeptieren, dass wir in einer Demokratie leben, wo jeder das Recht hat auf seine eigene Meinung, und den Schuh ziehe ich mir dann auch nicht an. Ich glaube, auch das gehört zu einer selbstbewussten Auseinandersetzung mit dazu. Herr Marz, Sie haben 1900, wann war das? 90? Ein sehr, sehr viel beachtetes Buch geschrieben über den Gefühlsstau, den die Menschen in der DDR hatten. Sehen Sie eigentlich jetzt dasselbe Phänomen, dass wir wieder einen Gefühlsstau haben? Genau. Und wo, also wie geht man damit um und bearbeitet ihn gesamtgesellschaftlich therapeutisch? Ich will versuchen, den Protest etwas besser noch zu verstehen. Und mit Protest meine ich Pegida und AfD und Attac und Occupy und Campact und TTIP und so weiter. Ja, okay. So. Das neue Problem besteht darin, dass die eigentlichen oppositionellen Gedanken nicht mehr unter den Parteien ausgetragen werden. Es wird erlebt, das ist wie eine Einheitspartei. Also es ist nur symptomatische Veränderung, aber keine wirklich kausalen, tiefergehenden mehr. Und diese Kluft ist entstanden, dass eine, nennen wir sie mal eine Oberschicht oder eine, die an der Macht ist, Politik macht, und dass es in der Bevölkerung ein neues Bedürfnis gibt nach einer veränderten Lebensweise. Und das wird nicht wahrgenommen. Und woher wissen Sie das, Herr Marz? Sehen Sie das aus der Perspektive Halle auf ganz Deutschland oder sehen Sie das aus der Perspektive Ihrer Freunde, Bekannten, Patienten, mit denen Sie sprechen? Woher wissen Sie das? Es gibt nicht die Perspektive. Ich bin Beobachter der Politik, ich lese, ich höre. Und was mich aber an dieser Stelle besonders sicher macht, ist, dass ich etwas von Menschen erfahre, was sie sonst in der Öffentlichkeit nicht preisgeben, nämlich wie sie leben oder leben wollen oder was sie stört an diesem Leben. Das war zum Beispiel im Vereinigungsprozess ein großes Thema, dass das Glück, über die Vereinigung die eine Seite war, aber viele sind nicht mehr zurechtgekommen innerlich und haben gelitten auch an diesem neuen Leben. Aber das zu sagen, war schon nicht mehr politisch korrekt und wurde deshalb vermieden. Aber in einer Situation, wo es persönlicher wird, wo es intimer wird, werden diese Dinge angesprochen. Und ich würde mal nur, ich glaube, wir haben ein großes gemeinsames Problem, dass diese Art, wie wir leben, nennen wir sie mal
Wirtschafts-, Konsum-, Wunder-, kapitalistische Maximierung an Profit hat ein Ende erreicht. Es hat ein kritisches Ende erreicht. Deshalb fallen viele Leute auch aus dieser Entwicklung heraus. Und das wird gespürt. Es wird gespürt, dass wir so wie bisher nicht weiterleben können. Deshalb wird auch eine wie Frau Merkel wahrscheinlich wieder gewählt, die den Eindruck hinterlässt, wir könnten so weiterleben. Stattdessen sind die Probleme wesentlich tiefer und das spüren die Menschen. Das kommt immer wieder, wie wir leben, das geht so nicht weiter. Wir leben unsere Möglichkeiten. Wir verderben das Klima, wir zerstören die Umwelt, wir schaffen Ungerechtigkeit auf der Welt. Es gibt so etwas wie eine Wohlstandsschuld. Mhm. Ja? Ich denke, wir Deutschen haben sehr lange an Verbrechensschuld gelitten. Und das ist auch noch nicht vorbei. Aber aus unserer Vergangenheit, eine Verbrechersgesellschaft, sind wir eine Wohlstandsgesellschaft, eine Konsumgesellschaft geworden und leben auf eine neue Art und Weise krank oder übertrieben. Und wir wissen, dass wir falsch leben, dass das auf uns zurückkommt. In der Migration, in den Kriegen, in der Umweltzerstörung. Und das will keiner wahrhaben. Aber wenn Sie jetzt Frau Merkel beraten würden, Sie haben ihr ja vorgeworfen, dass er relativ unkonkret war. Jetzt einen konkreten Hinweis, was sie ändern müsste. Und zwar relativ schnell, um genau diesen Befürchtungen, die Sie jetzt zusammengefasst haben, aber eben auch sehr abstrakt, zu begegnen. Sie müsste das Land, die Menschen dahin führen, dass wir vor einer riesigen Aufgabe der Veränderung, des Wandels, der veränderten Lebensform, der Kapitalismus in dieser Form ist am Ende. Das müsste ein Politiker tun. Das ist eine riesige und mutige Aufgabe, weil die meisten Menschen das nicht wahrhaben wollen. Sie möchten so weiterleben. Immer mehr Konsum, immer ein bisschen mehr Wohlstand. Aber was Sie tun kann, haben Sie nicht beantwortet. Nö. Das ist Anfang, dann wieder Aufgabe der Politik. Tut sie doch. Nein, Visionen zu entwickeln, wie eine andere Politik aussehen könnte, das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann nur sagen, dass es bestimmt notwendig ist, dass wir anders zu leben lernen, ja, damit dieses System, das auf uns zurückschlägt in den Folgen, eine neue Chance hat. Was im Moment gerade passiert ist, dass man den Eindruck hat, möglicherweise aufsetzend auf ein Gefühl von, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll, ja, entwickeln sich zwei, vielleicht jetzt dann bald die westliche Welt bestimmende Ideologien, die im Moment vielleicht an zwei Antipoden festgemacht werden. Das fände sie grotesk, absurd, dass sie jetzt die einzige Verteidigerin des freien Westens sein sollte oder dazu gemacht wird. Verhält sie sich denn klug, wenn sie hingeht und man könnte ihr das so vorwerfen, am Anflug von moralischer Überlegenheit dem frisch gewählten amerikanischen Präsidenten sagt, das, was er macht, ist mit ihr jedenfalls nicht machbar und ist auf Basis unserer Werte überhaupt nicht verhandelbar? Also man kann ihr da nicht vorwerfen, sie hätte nicht gesagt, was sie denkt. Mhm. Also Herr Maas, da war sie doch sehr klar in ihrer Ansage. Wissen Sie, es gibt eine Reihe von Unterschieden zwischen Amerika und Deutschland. Es werden so die Gemeinsamkeiten herausgestellt. Einer davon, ein Unterschied, ein sehr wichtiger ist, der Ton zwischen den Parteien ist nicht so infam wie im Wahlkampf in Amerika. Ich empfinde es ehrlich gesagt als ein Gewinn für ein Land. Ich finde nicht, man muss alles zerstören, um erstmal was Gutes wiederherzustellen. Das, glaube ich, geht so nicht auf. Was aber viele Menschen empfinden, ist, dass nur noch Spezialisten begreifen, was der Unterschied ist zwischen, die werden jetzt beide aufjaulen und sagen, das ist nicht so, aber was der Unterschied ist zwischen Frau Kramp-Karrenbauer und Herrn Wowereit. Das ist wirklich nicht mehr so richtig auszumachen. Und insofern ist auch in mir eine Sehnsucht gewachsen nach dem Ende der Großen Koalition. Ich glaube, dass es das Land voranbringen wird, wenn zum Beispiel dieses neue Bündnis zustande kommen sollte, Rot-Rot-Grün, dann gibt es eine klare Frontstellung. Die einen wollen mehr Steuern, mehr Umverteilung. Die Grünen ist eine eindeutige Flüchtlingspartei, dagegen wird sich ganz vehement wehren. Die CSU, vielleicht auch Teile der Union. Ich glaube, diese Unterschiede in der Sache werden dem Diskurs guttun.
Ich finde auch, wenn Sie ich noch ein, wäre es dann nicht auch schon, interessanter gewesen, wenn jetzt eine ganz andere Konstellation angetreten wäre, etwa sagen wir mal Annegret Kramp-Karrenbauer oder Ursula von der Leyen gegen Martin Schulz. Anstatt jetzt wieder auflaufen, könnte ja passieren, Angela Merkel, wissen wir seit heute, gegen Sigmar Gabriel. Tritt wieder an, die Kanzlerin gegen einen ihrer Minister. Ich bin, also ich weiß es nicht, aber ich wäre sehr skeptisch, wenn man sagt, die Konstellation wird Herr Gabriel, Frau Merkel sein. Habe ich eher große Fragezeichen. Sondern? Ich glaube nicht, aber wie gesagt, hier sind wir im Glaubensbereich, dass Herr Gabriel antreten wird. Aber Sie sagen, widersprechen. Wissen Sie was, Herr Bobrat? Ich weiß auch nur das, was in der Zeitung steht. Aber wenn er es will, stimmt es ja. Wenn er es will, dann wird das. Das ist gar keine Frage in der SPD. Er hat da den ersten Zugriff. Er ist Parteivorsitzender. Und wenn er für sich entscheidet, es nicht mehr zu wollen, dann hat er Schwierigkeiten, seine Ämter zu behalten. Dann hat er Schwierigkeiten, Parteivorsitzender zu bleiben. Da wird sicherlich dann derjenige oder diejenige, die denn danach käme, nicht einfach sagen, jetzt akzeptieren wir mal, dass ich hier die Arbeit mache. Und dann steht da noch einer da drüber. Und wenn die Wahl verloren gehen sollte, dann ist die Sache wieder erledigt, wie mit Steinbrück. Das wird so nicht noch mal laufen, glaube ich. Also deshalb muss er sich gut überlegen, wo ist seine Perspektive. Also Sie haben gefragt, ob ich mich widersprochen habe. Ja. Ja? Das ist ja das Vertragte, wenn diese Themen, über die wir diskutieren, die sind halt wirklich auch so, dass es so klare und nur in eine Richtung weisende Wege und Meinungen gar nicht gibt. Also ich finde es schön, dass wir hier mal in einem Kreis sind, wo man vielleicht auch diese Argumente wägen kann. Ich glaube auch bei aller Fokussierung im Moment auf die, die unzufrieden sind, die ich selber auch habe, weil ich es wichtig finde, dass man da wieder versucht, auch gesellschaftliche Versöhnung hinzukriegen. Der Diskurs wird sehr stark von den Rändern im Moment geprägt. Und die 80%, die dazwischen liegen, haben keine besonders starke Stimme. Auch das ist ein Problem. Aber, Herr Maas, ich habe wahnsinnig viel Sympathie für den therapeutischen Ansatz. Und ich bestreite auch gar nicht, dass es das, was Sie formulieren, auch gibt. Ich wünschte mir nur manchmal einen etwas besseren Blick für das Gesunde und Gute im Lande. Vielleicht muss man, so wie ich nicht freiwillig, und es war für mich auch ganz furchtbar, erstmal von außen kommen, um zu sehen, was in diesem Land auch alles gut ist und was funktioniert. Und ich finde das schon eine tolle Aufgabe, wenn es uns gelänge, möglichst viel davon auch beizubehalten, bei aller Notwendigkeit zur Veränderung, das Klima der Offenheit, auch der Tatsache, dass hier jemand Recht kriegen kann. Neben allen materiellen sind wir eine vernünftige Versorgung an der Schule, an Krankenhäusern. Aber auch, dass jemand nicht vor Gericht 8 Jahre wie in Italien für die kleinste Kleinigkeit untergeht. Dass wir eine politische Klasse haben, die für Dinge zurücktreten muss. Da würden in anderen Ländern gäbe es Hohngelächter. Dass wir eine Kanzlerin haben, der man nicht mal zutraut, dass sie eine Packung Tempotaschentücher annimmt, ohne dafür zu bezahlen. Das sind doch alles Sachen, die für dieses Land sprechen. Und auf der Grundlage dieser Akzeptanz, vielleicht auch dieses, wenn Sie so wollen, ich nehme zum ersten Mal in meinem Leben dieses Wort in den Mund, dieses Patriotismus, finde ich, kann man viel besser verändern, als wenn man nur sagt, das Land ist krank. Es ist es Gott sei Dank nicht. Ich stimme Ihnen zu. Ich stimme Ihnen zu, dass das Wichtigste ist, dass wir das Gute sehen. Wir unterscheiden uns offensichtlich nur darin, was das Gute sein soll. Das kann man sowieso nicht objektiv definieren. Aber ich halte zum Beispiel im Moment für sehr gut den Protest in diesem Land. Denn im Protest liegt eine Wahrheit, die kann ganz schlimm daherkommen, aber die Mehrheit nicht sehen will, das weiß ich aus meiner Arbeit sehr gut. Ja, die sogenannten Omegas, die Außenseiter, die Sündenböcke, die keiner will, die sind eklig und so weiter. Die wir bislang ruhig gestellt haben. Genau, und im Moment, Fürsorge, die letzten Jahre waren so, jeder, der eine Kritik äußerte, war, oh nein, populistisch, rechtsextremistisch und so weiter. Das ist eine schlimme Zeit. Es wird allmählich etwas besser. Also ich ehre den Protest, weil im Protest wir etwas erkennen könnten, was wir am liebsten nicht wahrhaben wollen, was aber notwendig ist. Und das halte ich für das Gute. Auch Pegida und alles finden Sie auch gut. Ja, natürlich. Aber es muss doch Grenzen geben, wenn
hier menschenverachtende Parolen geschrien werden, wenn Ausgrenzung auf die Tagesordnung gesetzt wird, dann muss doch dazu auch ermöglicht sein, einen Gegenprotest natürlich, zu artikulieren. Natürlich, ja, aber das ohne ist, diffamiert zu werden. Ja, aber das ist nicht Pegida. Wenn wir in die Medien schauen, dann sehen wir Menschen fremdschämen. Was sind das für Leute? Was reden die für Stuss? Aber ich habe noch nicht, ich persönlich schon, noch nicht gesehen, dass in den Medien differenzierte, intelligente, gebildete Leute mit einer ehrenwerten Meinung zu Wort kommen. Das ist genau der Punkt, der in der Politik. Er kann ja Frau Bell vielleicht noch mal ein paar Kassetten mitgeben, hier von den letzten Sendungen. Da sind hier genügend auch zu Wort gekommen. Das ist doch nicht der Punkt. Man soll sich mit ihnen auseinandersetzen, ist ja völlig klar. Aber ich finde, genauso wie heute gesagt wird, Political Correctness ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Da widerspreche ich ganz vehement. Ich habe Zeit meines politischen Wirkens immer dafür plädiert, dass man politisch korrekt ist in der Weise, dass man eine Verantwortung hat als jemand, der in der Öffentlichkeit steht. Wenn wir beide hier so sitzen, dann haben wir eine Verantwortung. Die lasse ich mir auch nicht ausreden. Und das bedeutet, dass ich nicht alle Parolen des Stammtisches ich hier auch weiter. Nicht. Das werden Sie hoffentlich auch nicht machen. So habe ich Sie auch nicht erlebt. Also deshalb hat es ja einen Sinn, politische Korrektheit zu haben. Wer aber das gänzlich beiseite schiebt und wirklich hetzt gegen andere, dann wird ein Grundelement unserer Gesellschaft, für die ich gekämpft habe und für die weiterkämpfen werde, nämlich, dass hier nicht ausgegrenzt wird, dass die Menschen unterschiedlich sind und ihr gemeinsam leben, wird elementar beeinträchtigt. Und dann kann ich nicht sagen, es ist schön, dass es diesen Protest gibt. Aber haben Sie kein Gefühl, wenn Sie so sprechen, grenzen Sie doch auch aus. Ich grenze die Leute ja nicht aus. Aber ich fordere einen, die können doch mit mir streiten über, wie erreiche ich das, dass ihr Kapitalismus wieder verändert. Sie wollen nicht mehr zuhören dann. Na doch, ich will schon zuhören. Frau Kramp-Karrenbauer, der Punkt ist doch, dass eine der Grundlagen unseres zivilisierten Zusammenlebens ist, dass man mit einem gewissen Anstand miteinander umgeht. Das heißt, ich höre dem jeweiligen anderen zu, ich setze mich mit seiner Meinung auseinander, die kann ich gut oder schlecht finden, und ich mache meine Ableitung daraus. Aber in dem Moment, wo sozusagen diese Interaktion gar nicht mehr stattfindet, weil jemand, wenn er mit, dass der Fehler dann bei mir liegt, wenn ich diese Meinung höre und sage, der ist geistig minder bemittelt, mit dem will ich nicht reden, oder der, der eine andere Meinung vertritt, etwa bei Pegida, mir unterstellt, ich sei sozusagen der Vaterlandsverräter und wolle sowieso nichts Gutes für dieses Land, das ist keine Basis mehr, auf der man interagiert, und zwar nicht nur im politischen Bereich, sondern als ganz normale, zivilisierte Wesen miteinander. Da formulieren Sie Selbstverständlichkeiten. Ja, aber diese Selbstverständlichkeiten sind doch ins Rutschen gekommen. Das verstehe ich. Und die müssen wir auch noch mal klarstellen. Auch das ist eine Aufgabe von uns allen. Und da will ich noch mal sagen, das ist nicht die Aufgabe alleine von Angela Merkel oder von Sigmar Gabriel oder von wem auch immer. Diese Gesellschaft bilden wir, jeder Einzelne von uns selbst. Und jeder Einzelne von uns selbst kann seinen Beitrag dazu leisten. Wenn Sie so beschimpft werden, wie eben gesagt, das ist nicht in Ordnung. Ja? Aber als Politikerin müssen Sie sich doch Gedanken machen, was ist denn los mit Menschen, die plötzlich so schimpfen? Wie kommen die auf solche unflätigen Worte? Das ist doch eine Aufgabe der Politik, zu ergründen, was ist mit den Menschen passiert. Was denken Sie, was wir Tag und Nacht machen? Ja, aber schauen Sie, was Sie gerade wieder machen, ist, Sie stellen der Hetze, der Beschimpfungen, wo wir, glaube ich, uns schnell einig wären, auch Herr Maas, dass wir alle dagegen sind, stellen Sie, wie Herr Wowereit jetzt gerade, die Political Correctness entgegen. Das finde ich wiederum schwierig, weil ich finde, wenn Political Correctness meint, dass man Leute nicht beschimpft und diskriminiert, da sind wir alle bei Ihnen. Das ist ein Gebot des Anstands und der Höflichkeit. Aber es gibt eine Form von Political Correctness, die sich verselbstständigt hat und die den Leuten wahnsinnig auf den Zeiger geht. In Amerika und in Deutschland, nämlich das Gefühl, es wird zu einem Knebel. Mhm. Und jede Meinung, die einem nicht passt, wird in irgendeiner Form niedergemacht. Und auch da haben wir großen Korrekturbedarf. Das stimmt. Da bin ich bei Ihnen. Damit hören wir auf. Dankeschön. Danke für die Diskussion, meine Damen und Herren. Wir gehen rüber zu den Tagesthemen, zu Pina Atalay. Und ihr, Pina, befasst euch noch mal mit der Frage, die wir auch am Anfang unserer Sendung selbstverständlich hatten, nämlich mit der Frage, ist es gut und richtig oder genau falsch, dass Angela Merkel noch mal antritt, oder, Pina?
Ja, Anne, jetzt ist der Bundestagswahlkampf eingeläutet. Aber vor uns wählt noch Frankreich einen neuen Präsidenten. Und im Gegensatz zu uns stehen die Kandidaten da Schlange. Und ein Präsident ist ja bereits gewählt, hat aber noch kein Team. Also Merkel, Frankreich, Trump, das sind heute Tagesthemen. Das also jetzt, wir nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss. Dankeschön.